Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farmers Dynasty. Ja, unseren kleinen Bauernhof. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier so ein paar Eier eingesammelt und haben die eingekocht. Da haben wir noch ein paar übrig behalten. Haben jetzt fast 12.000 Euro zusammen. Und vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen tollen, zahlreichen Tipps. Und das eine oder andere werde ich jetzt heute schon umsetzen. Oh, Spiel braucht eine Verbindung zum Steam-Server. Okay, Internet war mal kurz weg. Und da habe ich mir nochmal eine Info geholt. Vielen Dank, Manni, nochmal für die Info bezüglich hier des, wo haben wir es denn hingepackt? Dieses komischen, das hier, dieses Werkes. Das heißt, wir fahren einfach zum Händler hin, so wie ich das richtig verstanden habe, und können das Gerät dann dort verkaufen und ablegen. Werden wir dann machen, vielleicht noch in der heutigen Folge oder in der nächsten. Dann habe ich hier soweit die Scheune fertig gemacht in der letzten Folge. Und wir werden den Kuhstall auch noch aufbereiten, sodass wir dann auch bald Kühe dementsprechend haben werden. So, dann kommen wir mal zu dem großen Tipp vom Sigi. Grüße gehen raus. Und zwar sagte der, wenn du Ballen presst, häng doch einfach den Ballenwagen hinten dran. Nämlich dann wird das automatisch aufgeladen. Hier einfach Ballenpresse. Ne? Mit dem werden wir jetzt gleich die Ballen pressen und dann einfach den Wagen hinten dran hängen. Das sollte funktionieren. Und das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt mal hier zum Ballenladewagen und werden das mal versuchen, irgendwie so hier so ran zu packen. Das soll funktionieren. Gucken wir mal. Jo, guck mal, jetzt haben wir hier diese schöne Kombo. Und jetzt soll das funktionieren. Das heißt, wir können den Mähdrescher anschalten und dann packt er automatisch die Ballen, die hinten rauskommen, auf diesen Ladewagen und sorgt dann dafür, dass wir die nicht einzeln einsammeln müssen. Da können wir direkt verkaufen. Das wollen wir jetzt mal testen. So. Auf geht's. Wir schalten mal die Ballenpresse an. Ah, guck mal, da arbeitet sie. So, und jetzt hauen wir hier den Tempomaten rein mit Tee und werden Ballen pressen. Wollen wir mal gucken, ob er das macht. So. Boah, es geht aber ganz schön. Ach, guck mal. Das funktioniert. Geil, Sigi. Props gehen raus, Grüße gehen raus. Echt eine super Sache. Guck mal. Das erarbeitet mir einen Arbeit. Das erspart mir einen Arbeitsschritt. Guck mal. So. Müsste gleich der zweite Ballen kommen. Da ist der zweite Ballen. Ey, das ist doch echt super. Na, vielen, vielen Dank für den tollen Tipp. Ich denke mal, der ein oder andere kann sich da auch noch was mitnehmen. Echt eine super Sache, ey. Krasser Mist. Vielen, vielen Dank. Also ist echt gut. So. So sparen wir uns Arbeit. Weil der fährt aber echt schnell hier. Wir müssen langsamer fahren. Wobei, ach komm. Hauen wir Tempomaten rein hier. Und da seht ihr, kommen hinten die Ballen raus. Zack. Und die ploppen dann direkt hier hinten rein. Guckt mal. Auf den Ballenwagen. Und wenn der voll ist, ist er voll. Es ist ja echt super, ey. Es ist ja genial. Also quasi eine Autoload-Funktion. Wenn man da auf LS quasi das ummünzt. Guck mal, und da stapeln wir die Dinger. Ne, man könnte jetzt natürlich auch anderweitig fertig machen. Guck mal hier. Das sieht echt gut aus. Coole Sache. So, da machen wir nochmal kurz hier einen kleinen Screenshot von. Das sieht echt cool aus. Guck mal. Echt eine coole Kombi. Ich muss mir überlegen, wie ich das hier... Am besten packen wir das mal so hier. Kurz einen Screen machen, Leute. Zack. Vielleicht nochmal von der anderen Seite. Ja, so sieht man es nicht. So, wir schalten das Ding mal wieder ein und fahren jetzt mal weiter hier und sammeln mal weiter hier das Stroh auf und der stapelt das automatisch. Ey, das ist ja echt geil. Das ist echt super. Klasse Sache, echt, wirklich. Echt toll. Super Sache. Sparen wir uns einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Weil normalerweise müssten wir die raufhieven. So haben wir es, glaube ich, damals in der Alpha oder in der allerersten Version gemacht. Und so sparen wir uns jede Menge Arbeit.
coole Sache, ey. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir die stapeln können. Ob wir die zwei oder drei stapeln können. Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Passt auf jeden Fall ordentlich was drauf. Coole Sache, ey. Man lernt immer wieder was dazu und ja, das finde ich auch immer so toll, ne, dass man auch viele, viele Sachen auch durch euch quasi lernt. Und die poppen dann einfach hier so drauf. Nice. Echt eine coole Sache. Macht er noch eine dritte Ebene? Müssen wir mal gucken. Das geht echt schnell, ne? So. Jetzt aufgehört zu pressen. Ich glaube, der ist voll, ne? Oder? Nee, geht noch weiter. Ach, der macht noch eine weitere. Ich glaube, bis er voll ist. Ich glaube, da geht es nochmal einmal hier so eine... So ein kleiner Stapel nochmal hoch. So. Dann würde ich sagen, dann lagern wir einmal Stroh ein. Ein so eine... So eine Ballladung für unsere Kühe. Da brauchen wir uns das nämlich nicht kaufen. Und den Rest verkaufen wir. Jeden Fall echt cool. Ich glaube, jetzt ist er voll, jo. So, jetzt schalten wir das mal ab hier. So, das heißt, wir schalten die mal aus. Die Frage ist, wie kriegen wir die jetzt hier ab? Mähdrescher anschalten. Kann ich jetzt nur das komplette Teil hier abmachen? Wie kann ich jetzt das andere Teil hier abmachen? Warte, muss ich da... Muss ich hier zwischengehen und das vielleicht abschalten? Ich wüsste nämlich jetzt nicht, wie ich das hier abkriegen sollte. Kann ich irgendwie durchschalten? Ich kann nämlich jetzt hier nur die Quaderballenpresse... Ah toll, jetzt kriege ich den nicht mehr ab hier, oder was? Warte mal. Mähdresche anschalten. So, wie kriege ich jetzt den Wagen wieder ab? Das ist natürlich die andere Frage. Toll. Kann ich den hier wieder abmachen? Jetzt kriege ich den aber nicht mehr ab. Scheiße. Warte mal. Jetzt habe ich das Teil hier wieder abgemacht. Und wie kann ich das hier wieder abkoppeln? Oder kann ich den jetzt einfach hier wieder dran fahren und den dann hier ankoppeln? Ich glaube, das wüsste ich jetzt nicht, wie das jetzt hier... Ich kriege den auf jeden Fall nicht mehr ab. Wäre natürlich gut zu wissen, wie man den jetzt wieder abgekoppelt kriegt. Vielleicht von der anderen Seite? Weil jetzt ist er dran, aber... Nee. Irgendwie muss er doch wieder abgehen. Weil durchschalten kann ich hier nicht, ne? Die einzelnen Gerätschaften. Ich kann ihn nicht mehr abkoppeln. Ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, ne? Das muss doch irgendwie wieder abgehen. Zumindest, dass man den hier unten wieder löst, ne? So, jetzt kann man die Ballen einfach wieder nehmen. Ne, könnte man nämlich auch machen hier. Ballen anheben. Könnte Ballen ablegen. Jetzt haben wir den hier so. Ne? Bisschen doof jetzt. So.
Aber eigentlich, wenn ich jetzt hier vorbeifahren würde, müsste er den eigentlich wieder aufnehmen, ne? Mal gucken. Aber vielleicht kann Sigi mir da nochmal einen Tipp geben, wie wir, na komm. Wie wir den einen wieder drauf bekommen. Wir machen nochmal eine Rutsche hier. Weil wie man es abkriegt, Sigi, das müsstest du mir nochmal schreiben. Oder wenn einer von euch das weiß, wie man das wieder abkriegt. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Und wird mir einiges an Nerven ersparen. Weil ich bitte dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, wenn du uns das noch erklären könntest. So. Das heißt, hier haben wir jetzt die Ballen. Dann machen wir es mal so. So sieht das dann auch nochmal komplett anders aus. Guck mal, da haben wir es nämlich dann mit den Ballen hier. Machen wir da nochmal einen Screen. So, das heißt, wir fahren das jetzt mal rein in unseren Kuhstall. Den müssen wir dann noch fertig machen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch noch in der Folge. Das heißt, wir haben jetzt Ballen gepresst und werden jetzt die einzelnen Ballen dann jetzt hier abliefern. Und das heißt, wir werden den Kuhstall jetzt soweit fertig machen. So, ich werde ein bisschen hungrig. Ah, guck mal. Wir haben uns ein paar Eier reinballern. Oh, die sind sehr nahrhaft. So, und ich würde sagen, wir klettern jetzt erstmal hoch und machen jetzt hier noch den Kuhstall soweit fertig. Und werden hier das Dach erstmal reparieren. So, das alte Keramikdach mal reparieren hier. So, das heißt, da haben wir auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Haben einmal Ballen gepresst und gesammelt. Ne, mit diesem Autoload-Funktion. Echt hilfreich. Echt eine coole Sache. Und macht sich da auf jeden Fall bemerkbar. Ne? Da spart man sich wirklich einen Arbeitsschritt. Echt cool und echt klasse. Und so. Dann machen wir jetzt den Hof hier mal soweit fertig. Das heißt, wir werden auch noch das Gebäude fertig machen. Dann werden wir noch die Ballen hier einlagern. Gucken, ob wir das noch in dieser heutigen Folge schaffen. Ich versuche immer möglichst viel Abwechslung euch auch zu zeigen. Und die Musik ist wirklich hier die vom Spiel, ne? Also keine andere Musik. Ich finde die auch sehr gut gelungen und so. Dann haben wir es. Und heute im Anschluss natürlich wieder eine erneute Folge von LS von der oder aus der Provence. Unserem idyllischen Bauernhof in der Provinz, ne, um 15 Uhr heute. Passend zum Bergfest. Und heute gibt es ausnahmsweise mal keinen Livestream. Ne, die ganze Woche hatten wir, Montag hatten wir Satisfactory. Dann am Dienstag hatten wir ETS 2. Am Donnerstag geht es weiter wieder mit Satisfactory. Und am Freitag haben wir Dawn of Man, mein neues Let's Play. Was dann kommt, ne, haben wir noch nicht gezeigt. Das ersetzt dann ein bisschen Foundation, weil es da noch keinen neuen Content gibt. Und am Samstag gibt es LS, am Sonntag wieder ETS, aber ein bisschen später sagte ich ja schon, warum und weshalb. Und jetzt springen wir mal rüber und machen hier auch erstmal soweit die Seiten fertig. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Da ist auch alles fertig, okay. So. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Ein bisschen reparieren, die alten Ziegel. So, hier müssen wir auch noch ein bisschen was reparieren. Also zu tun haben wir auf jeden Fall genug hier. Guck mal. Ach, guck mal, da oben haben wir auch noch was. Ach, guck mal, da kommen wir sogar so dran. Da brauche ich jetzt noch nicht mal hier so eine Leiter oder so. So, das müssen wir auch noch machen hier. Ach, komm, lass mal. So, so. Ah, so Maisgabel hier. Maissammler-Picker, wie auch immer. So, machen wir das auch noch fertig. So, dann gehen wir mal hier auf die Seite, ob wir da noch was haben. Ach, guck mal, da haben wir auch noch was. Dann haben wir hier zwischen noch ein bisschen was, wo wir ein bisschen was reparieren müssen. So. Dann haben wir hier unten noch ein bisschen was. Die Tür müssen wir auch reparieren hier. So, da oben müssen wir auch nochmal drauf. Ja, so. Das machen wir auch noch. Und dann geht's weiter hier.
Und drin haben wir auch einiges zu tun, so wie ich das gesehen habe. Springen wir runter und alle. Hopp. So. So, die untere Wand. Hier können wir schon mal abbauen. Ich würde sagen, das brauche ich auch nicht mehr. Bauen wir mal das Gerüst hier schon mal wieder ab. Zack. Gehen wir mal auf die andere Seite. Tada. So, hatten wir hier noch ein Gerüst. Ich glaube, hier war nichts mehr. Nee. Das heißt, hier waren wir auch komplett soweit finito fertig. So, jetzt müssen wir hier noch die Wand einmal fertig machen. So, und dann können wir uns auch hier bald ein paar neue Kühe kaufen. Und sind dann hier auch schon, was das angeht, auch schon sehr weit. Hier oben war soweit alles fertig. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen verputzen. Und hier oben haben wir auch noch ein bisschen was. Na komm. So, die Hühner hören wir im Hintergrund gackern. Die sind auch fleißig dabei, Eier zu legen. So, das Tor müssen wir noch reparieren hier. Das andere Tor natürlich auch. So, jetzt gucken wir mal von außen. Ah, da müssen wir ein bisschen was verputzen hier. Werden wir da noch alles noch mal ein bisschen schöner machen. So, das haben wir auch. Wir gucken mal hier. Okay. So, gehen wir mal rein hier. In den Kuhstall. Hier haben wir auch noch einiges zu tun. Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Wir machen erstmal die Streben hier unten soweit fertig. So, hier die... Die Kuhstelle. Die müssen wir auch noch reparieren. Werden wir natürlich dann alles irgendwann nochmal modernisieren. Guck mal, hier haben wir auch noch... Die alten Holzdielen, die tragende Wände. Müssen wir noch mal ein bisschen ausbessern. So. Das heißt, wenn wir heute fertig sind, haben wir echt viel geschafft. Wir haben ein paar Ballen gesammelt. Dann hoffe ich mal, dass ihr mir noch schreibt, wie man den Ballenwagen wieder abkriegt. Oder ob man das gar nicht machen braucht. Oder ob das gar nicht möglich ist. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie diese Zurücksetzoption oder so. Guck mal, hier haben wir noch eine Wand. Die wir hier auch noch machen müssen. Da haben wir noch so ein kleines... Teil hier. So, die Sachen sind fertig. Hier ist auch alles fertig. Gucken wir hier nochmal rein. Hier ist auch alles fertig. So, jetzt müssen wir noch oben einmal hier auf dem Boden. Da müssen wir auch noch ein bisschen was reparieren. Die alten Holzdielen hier. Damit ich da auch nicht runterkrache. Oh, so. 5000 Punkte haben wir bekommen. 25.000 Sozialpunkte haben wir schon. Und jetzt können wir hier mit unserem Fahrzeug reinfahren und werden die Ballen, mal auf die Bude hier, oben einlagern. Und den Rest werden wir dann verkaufen. So, auf geht die wilde Fahrt. Ja, kommen wir her. Was ist denn jetzt los? Wieso komme ich jetzt hier nicht rein? Ist hier eine unsichtbare Wand? Wir fahren mal von der anderen Seite rein. Mal gucken, ob wir da reinkommen. So, Fahrerskills wieder mit am Start. Man kennt ihn. Wahrscheinlich wieder irgendwo hängen geblieben. Hab's ja nicht gesehen. Holen wir mal schön aus hier. Kann auch sein, dass wir mit dem Wagen hier gar nicht reinkommen, weil er ein bisschen zu breit ist. Ja. Sieht so aus, ne? Ja. Wir kommen hier leider nicht rein. Mit dem Wagen. Naja, gut. Dann machen wir das so. Müssen wir halt ein bisschen laufen. So. Und hier oben können wir dann den Ballen ablegen. Und der wird dann direkt hier ins Lager reingepackt. So. Stroh gelagert. 1200 Kilogramm. Das heißt, pro Ballen sind es 2%. Ich glaube, 200 Kilo. So, auch geil, dass wir 200 Kilo mehr eben kurz schleppen können. Ist nicht sehr realistisch, aber okay. So, jetzt haben wir... Ja, 200. Haben wir jetzt. So. Dann werden wir hier... Ist halt ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber ja gut, dann ist das so. Zack. Ist ja dann gut für unsere Kühe.
die dann erstmal genug Stroh haben. So. Zack. Müssen wir ein bisschen mehrfach laufen. Aber das finde ich auch toll hier, ne? Sag ich mal, dass man wirklich hier so diese viele Abwechslung hat. Wie spät haben wir denn? Ey, schon 14 Uhr. Ich glaube, das nächste, was ich dann machen werde, in der nächsten Folge ist dann erstmal zu Jeanette rüber, mal Hallo sagen. Die wartet und schon sehnsüchtig. Da habt ihr auch nochmal tolle Tipps gegeben. Mehr als einmal am Tag braucht man dann nicht vorbeilaufen. Und Geschenke und sowas kann man dann erst annehmen, wenn jemand einen mag. Ne? Auch vielen Dank da nochmal für die Tipps, Manni. Für eure Beziehungstipps hier. Vielleicht wird es ja noch was mit dem Bauern Homer. Müssen wir mal gucken hier. Ist ja auch seine holde Dame dann irgendwie noch hier quasi bekommt. So. Dun, 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 dun. Das ist ein Drehwurm hier. Da haben wir schon. Wie viel haben wir jetzt drin hier? Oh, guck mal, insgesamt 30%. Ne, weil kann man ja immer machen, ne? Dass man, wenn man zum Beispiel Weizen oder Gerste ansieht, dass man dann da von der Ablage letztendlich immer so ein, zwei Touren hier einlagert für die Kühe, damit die auch was zu mampfen haben. Beziehungsweise Stroh, ne? So. Da haben wir noch ein paar Wege zu laufen hier. Vergeht natürlich die Zeit. Wahrscheinlich würde das auch wieder anders gehen. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp, wie man das schneller einlagern kann. Vielleicht mache ich mir das ja auch einfach mal wieder zu kompliziert. Aber für Tipps bin ich natürlich immer offen und freue mich immer über eure ganzen Zusendungen, eure Kommentare, über eure Daumen. Und freue mich, dass ich euch mit diesem Spiel auch immer noch begeistern kann, auch wenn es schon etwas länger draußen ist. Aber wir erleben das Spiel ja zum zweiten Mal mit diesen ganz vielen neuen, zahlreichen Features. Und das finde ich dann auch toll, dass man da mal beobachten kann, wie sich so ein Spiel, ne, von der Alpha-Version Early Access dann auch entwickelt hat. Und immer noch weiterentwickelt wird, ne? Da kommt immer noch was. So, wir haben es gleich geschafft. Und ich habe gleich einen Drehwurm hier. Und würde mich jetzt einfach mal freuen, wenn ich das hier ja, abladen kann. Das hat gerade geklappt. Jetzt müssen wir einmal hier Kopf einziehen. So, noch zweimal. Dann haben wir auch das Ganze, die ganzen Strohballen dort oben eingelagert. Haben wir fast 40%. Vielleicht lagern wir auch nochmal was ein, sodass wir das Lager zumindest voll machen. So, das haben wir geschafft. Wir haben jetzt hier insgesamt 5000 Kilogramm, also 50% haben wir Stroh jetzt drin für unsere Kühe. Und können wir erstmal auflassen, hier mal erstmal durchlüften. So, und dann würde ich sagen, drehen wir mal den Hobel hier wieder. Jo, und werden jetzt weiter Ballen sammeln. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal wieder hier mit einer Folge zum, ja, zu Farm is Dynasty. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen, ne? Konnte euch mal wieder ein bisschen was Neues zeigen. Ich habe auch was Neues gelernt, dank Siegfried und auch der zahlreichen Tipps von Manni und auch von vielen, vielen anderen, die immer hier viele Tipps und Tricks hier mit in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin, ne? Tschö, tschö. Ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.